Filmo. Filmfakten. 5 Filmfakten über Das Boot ist voll. Die Schweiz zeigt kein schöner Land. Dafür einen der einflussreichsten Filme überhaupt. Das Boot ist voll. Wir beleuchten die Inspiration und Motivation des Regisseurs, diesen Film zu drehen, der wichtige internationale Erfolge feierte, und decken dessen Verbindung zum Klassiker Die letzte Chance auf. 6 Flüchtlingen gelingt 1942 der Grenzübertritt in die Schweiz und kommen zunächst bei einem Wirtepaar in einem Ostschweizer Dorf unter. Um Asyl zu erhalten, geben sie sich als Familie aus. Ihr müsst eine Familie sein, wenn die Polizei kommt. Die Kinder könnten doch ebenso gut meine sein. Doch bald werden sie entlarvt. Bigler, Kantonspolizei, geht's Sie miteinander. Ihnen droht die Abschiebung zurück über die Grenze. Das Boot ist voll gilt heute als Antithese von Die letzte Chance von Leopold Lindberg. Der Film demontiert die Legende vom humanistischen Asyl an Schweiz im Zweiten Weltkrieg und prangert die verlogene Asylpolitik der Behörden an. Spannender ist gar noch, dass Markus Imhof bei Lindberg zur Schule ging und dessen Regieassistenz am Zürcher Schauspielhaus war. Wie seinem Mentor wohl der Film gefallen hat? Wir erfahren es am Ende dieses Videos. Der Entscheid der Grenzschließung für Juden vom 13. August 1942 führte zu Protesten der Öffentlichkeit, einiger linker Politiker und Hilfswerken. Am 30. August hielt der damalige Justizminister Eduard von Steiger eine Rede vor der Jungen Kirche im Zürcher Hallenstadion. Wir ein schon stark besetztes kleines Rettungsboot mit beschränktem Fassungsvermögen und ebenso beschränkten Vorräten zu kommandieren hat, indessen Tausende von Opfern einer Schiffskatastrophe nach Rettung schreien, muss hart scheinen, wenn er nicht alle aufnehmen kann. Und doch ist er noch menschlich, wenn er bei Zeiten von falschen Hoffnungen warnt und wenigstens die schon Aufgenommenen zu retten sucht, sagte der Justizminister. Damit war die Metapher «Das Boot ist voll» in die Welt gesetzt. Der Titel des Buches des Schweizer Schriftstellers Alfred A. Hessler. Markus Imhof wurde 1941 während des Krieges geboren und teilte sein Kinderzimmer mit Giovanna, einem Flüchtlingskind aus Italien. Doch das Mädchen wurde wieder zurückgeschickt und starb. In der Schulzeit hieß es später, die Schweizer Regierung und die Armee hätten in ihrer humanitären Tradition alles für die Flüchtlinge und den Frieden geleistet und alles unternommen, was dafür möglich war. Wie sollte Imhof mit dem Widerspruch umgehen? Während seiner Dienstzeit im Militär musste er üben, wie man Flüchtlinge aufgreift. Ich war bei der Kavallerie und wir haben da im Schaffhaus, in den Schaffhauser Wäldern sind wir rumgeritten und haben unsere verkleideten Offiziere als Flüchtlinge aufgegriffen. Aber es wurde nie diskutiert, was macht man mit ihnen. Es machte ihn wütend, weder in der Schule noch in der Kirche etwas über die Härte gegen die Flüchtlinge zu hören. Und dann im Militär solche Übungen mitmachen zu müssen, motivierten ihn zusätzlich, seinen Film zu drehen. Als ich den Film geschrieben habe, 1979 waren es 10.000, die Flüchtlinge, die in der Schweiz waren, die wieder zurückgeschafft wurden. Heute im Bergier-Bericht spricht man von 24.000. Was Imhof durch seinen Film dem Publikum mitgeben will, erfahren wir aus einer Drehbuchlesung an den Solothurner Filmtagen. Hofplatz, Außentag, Hühner flattern in die Luft, der Hofhund wütet an seiner Laufkette, dass es ihn beinahe erwürgt. Franz rennt Judith nach, Judith springt über eine Mauer hinunter, aber Franz hält sie am Arm fest. Judith schaut ihn an. Also es kommt eigentlich hier der wichtigste Satz des Films vor, im Text nur. Mich interessieren also das, was nicht gesagt wird. Also der Schauspieler muss eigentlich das zeigen, was die Figur selber versteckt und selber vielleicht noch nicht weiß. Wenn der Franz jetzt Judith über die Mauer hoch hilft, da wo steht, Franz schaut in ein menschliches Gesicht, das hat er nicht erwartet. Also das ist eigentlich der Kern des ganzen Films. Und plötzlich wird die Geschichte eine andere. In der Drehfassung des Drehbuchs hat der Regisseur die Inszenierung zeichnerisch skizziert, wie diese Kernaussage visuell umgesetzt werden kann, ohne dass es zu penetrant wirkt. Hauptdarsteller Matthias Gnädinger wuchs ganz in der Nähe des Drehorts in Ramsen an der deutsch-schweizer Grenze auf.
Markus im Hof traf sich mit ihm, als der Film erst nur eine Idee war. Gnädinger erzählte von seinem Vater, der sich gemeinsam mit anderen vom Dorf für ein jüdisches Paar einsetzte. Es war allerhand nötig, bis das Ehepaar in unserem, ob seine Asylpolitik übertrieben gelobten Land, wenigstens vorübergehend Schutz erhielt, notierte Fritz Gnädinger in seinen Aufzeichnungen über das Geschehen in Ramsen. Der Regisseur korrespondierte mit ihm, währenddem er das Drehbuch schrieb und ließ sich über die Vorgänge aus erster Hand informieren. Auf die Geschichte des Films kam Imhof durch einen ganz kleinen Zeitungsschnipsel. Und daraus ist eigentlich der Kern der Geschichte entstanden, dass die Flüchtlinge versucht haben, falsche Familien zusammenzustellen, weil das eine Möglichkeit war, in der Schweiz zu bleiben, wenn man ein Kind unter 6 Jahren hat. Du? Sag, ich bin 6 im September. Kannst du das? Kannst du das? Ich werde 6 im September. Das Mädchen Kitty war eine Anlehnung an Anna Frank und heißt daher wie Annas berühmtes Tagebuch. Kurt Bois war in Berlin ein Theater- und Stummfilmstar, aber als Jude musste er nach der Machtergreifung der Nazis emigrieren. Einstein hat sich persönlich für sein Visum engagiert. In Hollywood spielte er unter anderem den Taschendieb in Casablanca. Der Film musste ohne Herstellungsbeitrag der Schweizerischen Eidgenossenschaft gedreht werden. Der Grund der Ablehnung war das Fehlen von, Zitat, historischer Distanz und Würdigung der Zeit. Außerdem erinnere der Film, Zitat, in negativem Sinn an Volkstheater. So steht es im Bericht von Bundesrat Hans Hürlimann. Markus Imhofs Schulfreund und Produzent George Reinhardt hat den Film gerettet. Es konnte allerdings nur auf 16 mm gedreht werden. Gedreht wurde im Dorf Sieblingen, nahe der Schweizer Grenze, wo damals solche Geschichten tatsächlich passiert sind, also quasi ein Originaldrehort. Die Schlussszene drehte im Hof an der schweizerischen Grenze zu Österreich. Eigentlich hatte er einen längeren Schluss für den Film vorgesehen. Nach dem Ende des Films, als sich der Schlagbaum der Grenze gesenkt hatte, ging es im Drehbuch wie folgt weiter. Über am anderen Brückenkopf stehen die Deutschen, lassen sie fast höhnisch fahl auf sich zukommen. Einer schlitzt mit dem Bajonett die Nähte von Zivilkleidern auf, sucht nach verstecktem Geld. Er lacht zu den Schweizern hinüber. Deutscher Soldat, es muss dann auch ein Nackter unterwegs sein, es hat wieder Kleider im Schilf. Dann schmeißt er den Plunder über das Brückengeländer in den Fluss. Einer schießt in die Luftblasen, damit es schneller sinkt. Die Szene wurde interessanterweise mit dem Blick von Österreich aus in Richtung Schweiz gedreht. Für den idealen Hintergrund brauchte es Regen und Nebel. Man wartete den ganzen Tag angespannt auf den Regen. Dabei ging viel Zeit verloren. Die Lichtverhältnisse verschlechterten sich zunehmend. Dann endlich regnete es und es blieb nur noch Zeit für eine Einstellung. Es war auch nicht möglich, noch einen Drehtag anzuhängen. Die Entscheidung wurde in einem Sekundenbruchteil gefällt. Der Kameramann und ich haben uns angeschaut und haben gesagt, dann bleiben wir mit der Kamera einfach stehen und das ist der Schluss und wir können es einmal machen und fertig. Es blieb keine Zeit, das Team zu informieren. Imhof rechnet kurz im Kopf, mindestens 5 Minuten muss die Kamera am Stück weiterlaufen für die Titel. Dann lief die Requisiteurin ins Bild. Glücklicherweise genau zu dem Zeitpunkt, als die 5 Minuten abgedreht waren. Dieser erzwungene Kompromiss war für Imhof jedoch ein Geschenk des Himmels. Der senkende Schlagbaum, wie eine Schweizer Fahne auf Halbmast. Die Brücke, die einer Guillotine ähnelt. Dieses Ende ist so stark und symbolträchtig, dass es heute noch als Zitatbild für die damalige historische Situation verwendet wird. Der Film wurde nicht nur in der Schweiz, sondern weltweit ein großer Erfolg. Zum Kinostart in den USA schrieb die New York Times «More than a discovery, a revelation». Innerhalb einer Stunde meldeten sich Verleiher aus allen Ländern bei Markus Imhof und wollten den Film haben. «Das Boot ist voll» gewann in Berlin den Silbernen Bären und wurde in Hollywood mit einer Nomination für den Academy Award für den besten fremdsprachigen Film geehrt. Alle 200 Bewohner von Sieblingen wurden zu einer Vorführung des Films im Kino des Nachbarsdorfs eingeladen und klatschten nach der Vorführung Beifall. Unter den begeisterten Reaktionen war auch die von Leopold Lindberg. Er schrieb an Markus Imhof,
dass man das letzte Kapitel der letzten Chance wahrscheinlich so hätte erzählen müssen, wie Sie das tun, hat mich monatelang beschäftigt. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren Sie die Glocke, damit Sie über neue Videos benachrichtigt werden. Schweizer Filme neu entdecken auf filmo.ch.